OKIR. Originalausgabe Poker 2002 bei Dieter Seltsam, NC Publishing bei Senk, NC Publishing Deutsche Erstausgabe Senk, NC Publishing 2002, Druck und Bindung Senk, NC Publishing. Die History des Poker. Der genaue Ursprung von Poker ist unklar. Es scheint so, als würde es von einem persischen Kartenspiel aus dem 16. Jahrhundert mit dem Namen Nas abstammen, welches mit 25 Karten 5 Farben gespielt wurde. Die Spielweise von Nas ähnelt der modernen Poker-Variante 5-Kart-Stud und hatte auch ähnliche Rangwerte wie zum Beispiel Drilling. Als die Europäer begannen das Spiel zu spielen, nannten sie es Poker oder Pochen, Punkt 2. Während der Ursprung von Poker in Europa und Persien liegen mag, so hat es sich doch erst richtig in den USA entwickelt. Poker wurde als erstes dort in New Orleans Anfang 1800 gespielt. Aufgrund des amerikanischen Bürgerkrieges hat sich das Spiel dann sehr schnell von New Orleans aus verbreitet bis hin zum westlichen Grenzland. Die Verbreitung von Poker war ein Resultat der allgemeinen Verbreitung von Glücksspiel in dieser Zeit. Der Westen war voll von Reisenden und Spekulanten, beides Gruppen, die gerne Glücksspiele spielen. Glücksspiel passte einfach zu den Spekulanten der riskanten Charakterzüge. Befreit von den Bedürfnissen der Familie und dem sozialen Stigma der Südstaaten- und Nordstaatenkultur, war es den Reisenden erlaubt, Glücksspiele zur eigenen Unterhaltung zu spielen. In weniger als 2 Jahrhunderten hat sich Poker drastisch verändert. Einst war es ein Spiel, das nur von Betrügern, Aussätzigen und Dieben auf Dampfschiffen gespielt wurde. Heute ist Poker ein beliebter Sport, der weltweit gespielt wird. Aus den Betrügern und Abzockern wurden professionelle Pokerspieler. Die Karten werden auch nicht mehr von Betrügern ausgeteilt, die fingerfertig die Blätter manipulieren, sondern oftmals von Softwareprogrammen, die über das Internet Spiele aus der ganzen Welt miteinander verbinden. Die eigentlichen Verantwortlichen für den großen Pokerboom waren professionelle Spieler, welche versuchten, ihr Handwerk zu verbreiten. Der professionelle Glücksspieler sah seine Beschäftigung als typisch amerikanisch an. Quintessential American, sie bezeichneten sich selbst als ehrenwürdige Geschäftsmänner, die Amerikas wachsende Glücksspielobsession zu ihrem Vorteil ausnutzten. Die restliche Bevölkerung sah aber professionelle Glücksspiele in keinem so rosigen Licht. Personen, die Glücksspiele spielten, wurden aus Sicht der Amerikaner in zwei komprimierte Gruppen aufgeteilt. Es gab zum einen die Art von Spieler, die als Gentlemen bezeichnet wurden und die Poker als eine Form der Unterhaltung ansahen. Auf der anderen Seite gab es die Spieler, die einfach nur Geld verdienen wollten und für die der Unterhaltungsfaktor zweitrangig war. Professionelle Spieler hielt man für Leute, die nichts zum Wohlstand der Gesellschaft betrugen. Für die meisten Leute ging es bei dem Handwerk eines Spielers um nichts weiter, als dass ein Mann versucht, einen anderen Mann um sein Geld zu betrügen. Punkt 5. Grund für diese Betrachtungsweise war der Fakt, dass es viele professionelle Spieler gab, die schummelten, um ihren Opfern das Geld abzunehmen. Eine weitere Eigenschaft von professionellen Spielern, die ihnen besonders viel Ärger einbringen konnte, war, dass es ihnen völlig egal war, welchen sozialen Status ihre Opfer hatten. Du eckige Klammer auf professional gamblers eckige Klammer zu, as du prostitutes, et semit unprofessional to differentiate between paying customers. Til consequently period in discriminative vis all potential victims, from the most upright planet to the meanest flat bootsman or, even worse, the black slave. Es galt in den Kreisen der Glücksspieler als unprofessionell, wenn man zwischen ehrenwerten Gentlemen und Sklaven als zahlende Kunden einen Unterschied machte. Aber genau diese Praktik war es, die zur langsamen Demokratisierung Amerikas führte. Poker wurde nicht mehr als eine Unterhaltungsform der Reichen angesehen, sondern eher als ein Spiel, das Leute aus den verschiedensten sozialen Schichten vereinte. Professionelle Spieler waren sowohl in Spielen wie Roulette und Faro als auch in Kartenspielen wie Poker involviert. Von all den Spielen war Faro ein Spiel, das sowohl bei den professionellen Spielern als auch bei den gewöhnlichen Spielern gleichermaßen beliebt war. Bei dem Spiel Faro wird darauf gesetzt, welche Karte als nächstes ausgeteilt wird. Beide Arten von Spielen, wie Faro und Poker, garantierten den Profis langfristig ein stetiges Einkommen, dabei Varianten dem Haus,
bzw. der Bank einen kleinen statistischen Vorteil gaben. Diese Art von Glücksspielen kann man mit den heutigen Casinos vergleichen, die auch von solchen Spielen mit eingebautem Vorteil profitieren. Wenn professionelle Spieler bei Spielen wie 3-Card-Monte oder Poker die Karten austeilten, dann garantierten sie sich selbst auch einen Vorteil, indem sie betrugen. Punkt 7. Poker wurde ursprünglich mit nur einer Bietrunde gespielt. Man bekam 5 Karten ausgeteilt und konnte keine Karten wechseln oder austauschen. Später wurde das Spiel von Pokerpros modifiziert, um die Profitabilität des Spiels für die Abzocker zu erhöhen. Nach 1850 kam Wildcards, Joker, das Bluffen und die Möglichkeit Karten zu ziehen hinzu. Dadurch, dass man noch einmal Karten bekam und man widersetzen musste, bekamen die Betrüger eine weitere Chance zu betrügen und das ganze Spiel wurde noch komplizierter bzw. anspruchsvoller. Poker zu spielen wurde besonders populär, als sich das Glücksspiel von westlichen Grenzstädten auf die Flussboote verlegte. Während in den Anfängen des 19. Jahrhunderts Glücksspiel in südwestlichen Grenzstädten noch erlaubt war, wurde es 1830 weniger beliebt. Die Kultur dieser kleinen Städtchen war eher Glücksspiel-Avers. Die westlichen Städte begannen Verordnungen gegen Glücksspiele zu verabschieden und bekannte Glücksspiele aus der Stadt zu werfen. Ein paar wurden sogar geteert und gefedert und andere wurden von Mitgliedern einer Bürgerwehr ermordet. Da ihr Handwerk auf dem Land nicht mehr geduldet wurde, gingen viele Spieler auf die Dampfschiffe, die den Mississippi rauf und runter schifften. Dass es nun mal schwer ist, einen Roulette-Tisch mit sich herumzutragen, wurden auf den Booten die Kartenspiele wie Poker immer populärer. Der Goldrausch in Kalifornien schuf einen neuen Ort zum Pokerspielen. Durch den Goldrausch reisten viele Männer nach Kalifornien mit der Hoffnung, schnell reich zu werden. Weniger überraschend war es dann, als Glücksspielhäuser überall in Nordkalifornien aus den Boden sprossen, die jungen Männern Unterhaltung und Glücksspiele anboten. Die Casinos engagierten Musikanten und hübsche Frauen, nicht unbedingt Prostituierte, die die Spieler unterhalten sollten, während sie Spiele wie Roulette, Faro und Blackjack spielten. In den Anfängen der Goldrausch-Ära war Poker noch kein so populäres Spiel in Kalifornien. Grund dafür war, dass die Spieler Spiele mit viel Action wollten. Pokerspiele, besonders die traditionellen 5-Card-Stud- und Draw-Varianten, sind nun mal eher langsame Spiele. Man kann nicht jede Runde all sein Geld verdoppeln oder verlieren, wie es zum Beispiel beim Roulette möglich. Trotzdem schaffte es Poker doch noch zur beliebten kalifornischen Freizeitbeschäftigung zu werden, als die Leute begannen, sich dort niederzulassen und der Goldrausch endete. Die Leute verloren die Lust an schnellen Spielen wie Faro und entdeckten langsamere Spiele wie Poker wieder. Das Wachstum des Spiels Poker am Anfang des 19. Jahrhunderts ist hauptsächlich auf die Verbreitung von Glücksspielen entlang der amerikanischen Grenzstädte zurückzuführen. Poker schaffte es sich, zu einem Glücksspiel mit einzigartigen Charakteristiken zu entwickeln, wodurch es sich von den ganzen anderen Glücksspielen deutlich unterscheidet. Cards. Ein Kartendeck besteht aus 52 Karten. Die Karten unterscheiden sich anhand ihrer Farbe und ihres Rangs. Insgesamt gibt es 4 Symbole, auch genannt Suits, und 13 Ränge. 4 Symbole. Beim Poker ist das Ass die höchste Karte und die 2 die niedrigste Karte. Das Ass kann aber auch als niedrigste Karte verwendet